Für euch diese Woche den Tipp. Hallo zusammen, willkommen zum Tipp der Woche. Heute das erste Mal mit mir, Coach Lukas. Und ich freue mich, hiermit meinen Einstand in die Tipps der Woche geben zu dürfen. Und zwar wird das erste Thema, was ich euch gerne nahelegen möchte, der Psoasmuskel sein. Der Psoasmuskel, auch Lenden-Darmbeinmuskel genannt, ist wesentlicher Bestandteil der Hüftbeugung des menschlichen Körpers. Vor allem aber ist er der einzige Muskel, der Oberkörper mit Unterkörper verbindet. Genauer gesagt setzt er an der Wirbelsäule an und hört am Oberschenkelknochen auf. Seine Aufgaben liegen darin, uns aufrecht und stabil stehen und gehen zu lassen, die Organe im Unterbauch und die Wirbelsäule zu stabilisieren und, wie schon angesprochen, die Hüfte zu beugen bzw. die Flexion der Hüfte hervorzurufen. Das wird dann vor allem nötig bei Bewegungen wie Sit-Ups oder Toast-to-Bar und so weiter. Problematik bei der ganzen Sache: Der Psoasmuskel wird durch den Alltag, den wir verleben, eher negativ beeinflusst. Vor allem durch langes Sitzen, durch Sitzen mit überkreuzten Beinen und Einfallen nach vorne beim Sitzen wird der Muskel eher verkürzt. Genau dasselbe macht auch Stress. Stress wirkt sich auch sehr negativ aus, indem er den Muskel verkrampfen lässt, uns wieder nach vorne einfallen und der Muskel sich im Endeffekt wieder verkürzt. Dadurch würden dann Sachen zustande kommen wie Rückenschmerzen, Bewegungseinschränkungen in der Hüfte und den Knien und Muskelverspannungen im ganzen Oberkörper. Aber dagegen gibt es Abhilfe und ich werde euch nun ein paar Übungen zeigen, mit denen wir entgegenwirken können, dass sich der Psoas verkürzt und wir sicher gehen können, dass wir einen flexiblen und vor allem auch starken Psoasmuskel haben. Auf geht's! Die erste Übung ist einigen vielleicht aus Yoga bekannt, und zwar ist das die Cobra. Wir achten dabei darauf, dass die Hüfte so weit wie möglich Richtung Boden nach unten geht und die Fußspannen ebenso Richtung Boden zeigen. Die Arme sind durchgedrückt. Wie ihr jetzt seht, wandert der Kopf und auch der Blick nach oben. Das führt dazu, dass wir noch eine höhere Dehnung im Psoasmuskel bzw. eine höhere Spannung in der vorderen Kette herbeiführen. Das ist genau das, was wir dabei wollen. Und hierbei sieht man auch, dass eine Wölbung des vorderen Teils des Körpers zustande kommt. Die zweite Übung ist ein Ausfallschritt. Wir nehmen dann die Arme nach oben und schieben die Hüfte nach vorne. Ihr werdet merken, vorderer Oberschenkel bis in die Hüfte werdet ihr einen Zug merken. Das ist genau das, was wir wollen, genau wo wir hinwollen. Und spürt da ein bisschen rein, geht immer ein bisschen weiter nach vorne. Und hier auch wichtig, Blick wandert nach oben. Das war's dann auch schon. Gutes Gelingen bei der Umsetzung. Und ich hoffe, er hat euch gefallen, der Tipp der Woche von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.